Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Modern Skyblock mit dem Castcrafter. Hallo. Hallo. Wir stehen hier auf unseren Fortschritten, könnte man sagen, mit Quick Dropper und Iron Alloy Furnace, wo wir unser erstes Bronze schon hergestellt haben. Die letzte Folge ging ab. Die ging richtig ab. Feels good, man. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, alles zu verlieren. Ja, so ein bisschen. Wir wollen nämlich heute Demon Ingot herstellen. Demon Ingot. Demon Ingot. Und Demon Ingot benötigt Gold, das man in Lava wirft. Genau. 36 Stück brauchen wir und es gibt leider so eine Restwahrscheinlichkeit, dass wenn ich das jetzt gleich hier reinwerfe, dass wir es nicht zurückbekommen. Jupp. Und wir werfen einfach bereit? Alles auf einmal rein. Ja, bist du bereit? Ich bin bereit. Oh! 36! Jawohl! Oh mein Gott! Ich hab's halt im Singleplayer ausprobiert, es kann sein, dass man's verliert. Ja. What? Hier wird er geclaimed. Wo ist denn das? Ankommen! Resonant Rise. Das hab ich mal gespielt. Hä? Wo ist das? In welchem Ding? Was wir gerade gemacht haben? In Useful Editions. Useful Editions, Demon Ingot. Alles klar. Kann man machen. Claim. Geil. Erstmal eine Chest open. Oh. Charm of Life. One. Kriegst du jetzt mehr AP? Weiß ich nicht. Das ist immer noch 16. Kann ich das essen? Nein. Schlag mich mal. Vielleicht regenerierst du, genau. Ich würde sagen. Ja gut, aber du hast doch vollen Hunger, ne? Keine Ahnung, ehrlich zu sein. Also, man kann es hochcraften zum Charm of Life 2, aber ansonsten... Ich nehme einfach mal an, es ist ganz gut. Es gibt so Dinge, ist, ja, das ist, wenn du stirbst, glaube ich, dass du dann nicht stirbst, dann hast du eine Chance, dass du überlebst, statt zu sterben. Oh, das ist cool. Das behalte ich, würde ich mal behaupten. Das finde ich, und ich nehme auch den anderen Charm, den Creeper-Charm, nehme ich auch noch ins Inventar, weil das ist, glaube ich, auch ganz geil. Okay, aber mit dem Demon Ingot, das brauchen wir eigentlich nur für die Blast Bricks, also für den Blast Furnace. Ja, aber es war halt mal cool, das herzustellen. Also wir legen das jetzt wieder weg. Ja. Das ist auch nicht der Inhalt dieser Folge, aber wir haben es jetzt. Genau. Eigentlich Inhalt ist heute der Carpenter, der Squeezer und der Kochofen. Ja, da sind wir auch echt bedient. Weil da müssen wir jetzt erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du weißt, dass man für einen Bronzeblade braucht man 4... von den anderen Blades. Also, lass uns mal ganz viel Bronze herstellen erstmal. Ja. Können wir das nicht auch auf diesem coolen Ding hier hämmern? Nee, ganz viele Kommentare haben gesagt, es geht nicht. Ich probier's mal aus, ob da was rauskommt. Vielleicht wurde es inzwischen umgedreht, aber viele Leute haben gesagt, das kannst du dich auf den Kopf stellen, das wird nicht funktionieren. Und das wäre natürlich... nicht so geil. Nee, es geht nicht. Oh nein, das ist doof. Oder es geht, oder er hat automatisch Eisen draufgelegt, weil ich Eisen im Inventar habe. Ja. Weil drauflegen kann man's. Kann man? Nee, es geht nicht. Das heißt, du musst immer 4 zusammen craften. Ja. um eine einzige Platte zu bekommen. Wir brauchen einige von diesen Platten. Das tut weh. Das tut wirklich weh. Ich würde mal sagen, wir machen einfach mal. Das geht aber gerade echt schneller, als wir gedacht haben, ne? Weil ich habe jetzt in diesem Moment schon alle Platten, die wir brauchen. Ja, geil. Leg rein. Ja, krass. 3 Stunden Livestream hat's ja doch gebracht. Hallo? 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 Ah, du hast Kupfer reingelegt. Statt Bronze oben. Ah. Da müssen auch 2 Bronze-Ingots hin. Boah, jetzt wird's aber langsam knapp. Jetzt haben wir noch 8 Bronze können wir noch machen. Dann haben wir ein Problem. Warte, ich habe noch einen gefunden gerade. Wir brauchen 7. Okay, dann ist doch alles easy. Alter, weißt du, wir haben so pervers viel gemacht im Stream, verstehst du? Und jetzt ist es einfach so weg. Ja, danke. Und tschüss. Ja, nehmen wir alles. Squeezer ist fertig. Geil, der Carpenter noch nicht. Aber der ist auch nicht fertig. Mm-mm.
Der braucht noch 6 weitere Bronze. Okay. Und ich habe nur 4. Ich habe dir gerade noch mal 2 Tin gegeben. Krass, das brauche ich jetzt tatsächlich auch. Fuck! Ja. Wir haben 3 Stunden im Stream gefarmt. Und es reicht gerade mal so. Ich bin so dankbar, dass wir den Demon Ingot bekommen haben. Ja. Stell dir mal vor. Oh mein Gott. Okay, Carpenter. Da-ding. Wo sind unsere Achievements? Wir haben die locker verdient. Oh, stimmt. Hä? Sehe ich mal gar nicht ein. Irgendwelche Achievements? Ja, garantiert sind das Achievements, die wir mal wieder nicht bekommen haben, weil wir 5 Vorbedingungen nicht erfüllt haben. Warte, ich habe sogar gefunden. Wir brauchen Reinforced Casings noch. Für die Sache. Ist mir egal. Der kann nicht arbeiten. Er hat keine Energie. Noch Strom, genau. Wie leiten wir das dann weiter? Wie leiten wir das denn weiter, das Zeug, was wir da rausziehen? Mit Eimer? Wir können einen Eimer benutzen, genau. Okay, dann stelle ich den anderen einfach nebendran. Okay, Carpenter kann auch nicht wirken. Er hat nämlich kein Rezept. Warte. Genau, nicht das schlecht. Musst du reinlegen und dann die Items mit dazu. Ja, das kenne ich schon. Carpenter wurde auch zum Verhärtenden von diesem komischen... Ah ja, Seed Oil. Ich sehe, dass man diesen komischen Fidibis Infinity Evolved Skyblock Expert Mode verwendet. Vor der langen Annahme. Infinity Evolved Skyblock Expert Mode. Ich mache mir jedes Mal einen Witz draus. Ich hole schon mal das Holz für unsere Sticks. Ja. So. Zack, Schneebelly rein. Zack. Und hat Energie. Geil. Geil. Reicht das doch? Oh, wir kriegen Seed Oil. Ja. Wie cool. Achso, der frisst gerade die ganze Energie. Das tut mir leid. Oh. Der hat jetzt gar keine mehr. Wir brauchen noch mehr Schnee. Warte, ich mach auch schnell Schnee. Ich habe nämlich auch im Inventar. Haha. So. Das ist voll lustig, ne? Irgendwie macht es gar keinen Unterschied mehr, ob wir jetzt auf der Schneeinsel wären oder nicht. Nur sieht es bei uns ein bisschen schöner aus. Das stimmt. Okay, weiter geht's. Ich habe nochmal 12 Schneebälle. Wirklich die Frage. Aber eigentlich ist es mir auch relativ egal, ob jetzt Kohle nicht doch effizienter gewesen wäre. Weil es ist halt trotz allem echt billiger, Schnee zu verfeuern. Deswegen. Eben, wir bekommen es halt einfach so. Das ist ja das Gute daran. Ja. Okay, ja, das Ding hier ist bereit. Das braucht jetzt für diese Impregnated Sticks, die wir haben wollen, auch nur 100 MB für 2 Sticks. Und mehr brauchen wir auch nicht. Jewem 90. Okay, warte. Ich frage, wie kriegen wir das dann rüber? Hoffe mit dem Eimer. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Ja, wie willst du denn bitte 100 Milliliter mit dem Eimer rüberbringen? Ach so, das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Können wir den vielleicht nebendran stellen, dass er sich das Zeug zieht oder so? Meine Energie hat er ja. Hoffentlich behält er die auch. Oh, ja. Maschine kaputt. Nochmal neu bauen. Geht nicht, ne? Empty tanks with the prepared. Ich möchte den Tank nicht emptyen. Kann man das vielleicht mit einer Bottle rüberbringen oder so? Das. Hey, hat funktioniert, ist drin. Hä? Hat es funktioniert? Ja. Okay, was genau? Ja. Also, Embers hat ja nicht funktioniert, aus Gründen, die wir nicht verstanden haben und weil das In-Game-Tutorial halt richtig beschissen ist. Ja. Und du hast jetzt einen Fluid-Duct von Thermal Dynamics genommen. Yay. Boah, also das war doch irgendwie eine kleine Herausforderung, jetzt habe ich das Gefühl. Guck mal, was jetzt passiert. Impregnated Sticks? Achso. Du musst die Stämme dann hier unten reinlegen. Also, klar. Ist aber Birchwood, ja genau. Mhm. Und jetzt braucht der Strom. Aber du, ne? Oh. Also, ups. Alter, man kann ja Sorgen mit dem Teil. Aber warte mal, Flugstacks können wir da auch normale machen für Energie zum Beispiel? Ja, aus LED. Verarscht mich doch. Garantiert nicht. LED ist viel zu teuer.
Solange wir Let nicht auch anders bekommen, fange ich nicht an, Let's zu machen. So. So. Und schafft das? Ja. Impregnated Sticks, ich hab sie. Jawoll! Oh mein Gott! Meine Güte, ey, das war ja minimal teuer. Okay, jetzt können wir uns endlich unserem eigenen Ziel. Ey, das ist doch, weißt du, so eine Scheiße, denkst du doch auch nicht dran. Nee. Dass das Rübertransportieren ein Problem werden könnte. Ja. Aber wir haben es ja gelöst bekommen. Ja, wir alles sind ja easy. Experten. Ja, ist ja auch Expert-Modus. Mensch. Guck, guck. Alles vorbereitet, alles vorbereitet. Hier drin. Ich tue gerade so, als würde ich dich ignorieren. Das ist ja. So. Ich höre nicht zu. Ich gucke mir gerade Potato on a Stick an. Ich finde die ganz cool. Das ist. Ja. Hier, du kannst hier rein. Nee. Okay, hier. Bitteschön. Ja. Rechts leg. Hammer. Jawohl. Und komm schon. Ja. Oh mein Gott. Das war minimal aufwendig. Ja. Das war. Jetzt wollen wir. Boah. Manche würden sagen, Impregnated Sticks ist wirklich bösartig. Ich gucke mir stattdessen lieber weiter Crafting-Rezepte davon an, weil ich es spannend finde. Das kommt jetzt. Oh nein, wir brauchen in Zukunft so viele davon. Das ist nämlich Basis für die Iron Casings von Actual Editions. Oh nein. Können wir nicht auch Holzkohle da reinlegen? Oder geht das dann nicht? Wo rein? In den Coal Coke, oder geht das nur mit richtiger Kohle? Okay. Nee, geht nur mit richtiger. Frage beantwortet. Aber die kann man herstellen über... Ja. Combustion. Ah. Über Boom. Ich finde übrigens diese Dirty-Sachen voll cool, ey. Und das wird jetzt tatsächlich Coal Coke. Habe das richtig verstanden? Haben wir tatsächlich das Ziel erreicht, so lange... Also ich meine, vor 5 Folgen, oder wann haben wir, vor 3 Folgen haben wir entdeckt, dass wir das ja eigentlich brauchen oder so. Ja. Wow. Ja gut. Ich bin zufrieden, glaube ich. Ich auch, absolut. Das heißt, wir stellen uns jetzt Cold Coke, Preset Oil. Ja. Und dann können wir uns was in diesem Folge Stahl herstellen. Was brauchen wir, das Creosite Oil eigentlich? Das war doch auch für ganz viele Sachen notwendig, die treated Sachen, ja. Allein für den Blast Furnace brauchen wir schon. Ach echt? Mhm. Blast Furnace? Achso, das war Blast Brick heißt das Zeug, was wir in der nächsten Folge machen werden, ne? Yep. Ah, Treated Wood muss in der Mitte sein. Haben die gut gemacht, damit man nicht den Weg über Holzkohle geht. Genau. Klug. Okay, ich mach schon mal ein paar Nether Bricks klein. Oh man, das ist absolut insane. Scale kommt voran. Das ist halt wirklich krank. Guck mal, sogar das hier funktioniert irgendwie. Und das Tolle ist, die Coal Coke können wir dann auch genau so weiterverwenden. Okay, er ist gleich soweit. Komm, 97, 98, 99. What? Coal Coke! Hast du einen bekommen? Ich hab sie geklaut. Ja, cool. Das können wir jetzt crushen, das Zeug. Nice. Dann haben wir die Grundlage für eine Smeltery übrigens. Wir brauchen nur noch einen Crusher. Ja, vielleicht ist der gar nicht so schön. Crusher, der von Actual Editions, oder? Der ist nicht genervt. Der ist ganz normal sogar. Ja gut, aber das andere Zeug ist alles genervt. Psst, nicht so laut. Dafür funktioniert der Crusher für das gar nicht. Da braucht man... Das ist ja auch wieder schön gemacht, Alter. Ihr Schweine. Es geht nur mit dem von Immersive Engineering. Ja. Oh. Natürlich geht's so mit dem. Scheiße. Ja gut, aber ansonsten, also ich meine, Coal Coke war jetzt die Grundlage und vor allem halt das Öl, das wir jetzt gerade hier schon wunderschön, warte mal, wie viel braucht man denn, kann man da ein früher, oder man für 8. Aber man könnte doch auch früher diese Glasbottles reinlegen und dann so treated wood rausmachen. Aber der ist, wenn das geht. Der frisst die aber gerade nicht. Wie viel passt in eine Glasbottle rein? Ich glaube 100 Millibuckets normal. Ja. Irgendwie nicht. 333 steht hier. Würde auch irgendwie Sinn ergeben, aber... Stimmt. Er nimmt's nicht. Ja, okay. Wahrscheinlich will er ein Bucket haben. Oh, dann brauchen wir wirklich viel davon. Ja, immer ein Liter. Das finde ich jetzt ungemütlich, dass man immer diesen... Haben wir überhaupt noch Clay Buckets oder hast du die alle für Lava verwendet? Ich habe vorhin noch einen gebaut für irgendwas. Ja, und den ja aber wahrscheinlich ich habe sie immer wieder für Lava verwendet. Sieht jetzt gerade irgendwie nicht so aus. Müssen wir schnell einen neuen machen.
Weil Creosote Öl fände ich irgendwie ein gutes Highlight, um diese Folge dann noch abzuschließen. Ja. Zack, zack, zack. Und dann haben wir es uns aber auch verdient, ey. Also, ich wüsste auch zu gern, wie viel, oder was man jetzt aus Cold Coke eigentlich, wie viel Energie das macht. Soll ich es mal testen? Ja, das stimmt. Oh, da reinlegen, meinst du? Ja. Weil ich meine, es hat ja eine Burn von 3200 und normale Holzkohle. Also normale Kohle hat 1600. Ja, dann wäre auch geil, wenn Holzkohle die Burn-Teile verwendet. Okay. Also halt doppelt so viel. Doppelt so viel. Anderen. Ist gut. Dafür, dass wir eigentlich nichts machen müssen, außer mal 170 Heat-Units opfern, ja, ist das in Ordnung. So, Eimer ist fertig. Tada! Geil! Danke. Ich mach gleich Treated Wood raus. Stimmt. Was soll's? Ja. Und. Tada! Wow, yeah! Cool. Diese Rollbuckets can be used to craft them. Achso. Ja, okay, danke cool für den Tipp. Steht da, wenn wir das Rezept gerade fertig haben. Oh, okay. Ja, geil. Und das ist jetzt unsere Grundlage im nächsten Schritt für. Ah ja, hier unten sind sie, für Blast Bricks. Yep. Wie viel brauchen wir da? Auch 36? Also 33. 27. Also wie oft müssen wir dieses Rezept legen? 12 Mal. 12 Mal. Das heißt, wir brauchen. Ja, dann brauchen wir aber. Gut gemacht, da brauchen wir noch einen mehr, also nochmal 8. Aber das ist in Ordnung. Ich würde sagen, das ist aber etwas, was wir diese Folge nicht mehr machen. Nee. Wir haben genug erreicht. Wir haben dieses Rezept mit dem Fluid Duct. Das ist so. Schreibt mal in die Kommentare, wie man das auch hätte lösen können. Ich glaube nicht, dass wir die beste Lösung dafür gefunden haben, um ehrlich zu sein. Ich meine, sie funktioniert, ne? Also. Ja, es hat funktioniert, aber das ist so. Ich glaube irgendwie nicht dran. Unbefriedigend, ne? Mhm. Ich glaube, da gab es eine bessere Lösung. Wir haben sie nur nicht gefunden. Alles klar. Aber ich würde mal sagen, das war's mit der heutigen Folge. Viel erreicht. Yes. Und in der nächsten Folge haben wir endlich Stahl. Und dann beginnt eigentlich erst das Let's Play. Dann ist quasi, weil Stahl brauchst du für alles. Dann können wir endlich Maschinen herstellen. Wenn wir Glück haben. Das ist jetzt zwar nur die Vorarbeit. Kleine Vorarbeit. Nur 20 Stunden gespielt oder so. Ja. Okay. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.